Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Plex Tutorial. Im heutigen Video möchte ich euch drei Sachen zeigen, die nach dem letzten Video aufgetaucht sind bzw. die immer wieder gefragt wurden. Erstens wollten viele von euch wissen, wie man Dateien von dem PC auf den Plex Server kopieren kann, ohne jedes Mal die Festplatte aus dem Raspberry Pi zu ziehen, an den Computer zu gehen und sie dann zu kopieren. Also wie kann man Dateien von einem PC direkt auf diese externe Festplatte kopieren? Das ist Teil 1, was ich euch zeigen möchte. Außerdem wollten auch noch einige Leute wissen, wie man auf ein NAS-Laufwerk, also ein vorhandenes NAS-Laufwerk zugreifen kann, vom Plex-Server selbst. Das heißt, man hat irgendwo eine Fritzbox oder einen NAS-Server oder ähnliches und möchte die Filmdateien, Musikdateien, Bilddateien von dort auf seinem Plex-Server einbinden oder von dort drauf zugreifen. Das war die zweite Frage. Und die dritte Frage, das war mehr so ein Hilfeschrei, da einigen Leuten ist es nämlich passiert, dass der Plex-Server oder der Raspberry Pi nicht mehr gestartet ist, weil die FSTAP-Datei falsch konfiguriert wurde. Das heißt, dort hat sich irgendwo ein Rechtschreibfehler, ein Tippfehler oder was auch immer eingeschlichen. Und wenn das passiert, dann startet der Raspberry Pi nicht mehr und dann startet er in diesem Emergency Mode. Und wie man den aus diesem Emergency Mode wieder rausbekommt, das ist die dritte Sache, die ich euch heute zeigen möchte. Also, falls ihr Interesse an einem von diesen drei Sachen habt, bleibt dran, nach einem kurzen Intro geht's los. Und denkt dran, die Kapitel bzw. die Sprungmarker sind unterm Video. Das heißt, ihr könnt zu dem Bereich springen, der euch interessiert, und was euch nicht interessiert, lasst ihr aus. Und denkt auch dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch, über ein Abo und über einen Kommentar sehr freuen. In diesem Sinne, bis gleich. Viel Spaß mit dem Video. Okay, also nochmal zur Erinnerung. Ich beziehe mich auf dieses Video. Das war der erste Teil. Da hatte ich euch ja gezeigt, wie ihr Plex installiert. Und heute am 14. Februar funktioniert sie noch genauso wie damals am 16.01., also vor einem Monat. Und installiert habe ich das auch, wie im letzten Video, wie ihr hier seht. Das habe ich gerade heute gemacht oder gerade eben für dieses Video die Vorbereitungen. Und es ist, wie gesagt, alles beim Alten. Okay, wie üblich müssen wir zuerst mal die Updates und Upgrades einspielen. Das heißt, wir machen einmal ein sudo apt-get-update. Das sollte relativ schnell gehen bei mir, da ich es ja gerade eben schon gemacht habe. Als nächstes machen wir, wie gesagt, das Upgrade. Das sollte auch relativ fix vonstatten gehen. Als nächstes müssen wir Samba installieren, damit wir auf unser Netzwerklaufwerk zugreifen können. Das machen wir mit diesem Befehl hier. Das hier bestätigen wir mit Y und einem Enter. Hier habe ich zumindest No ausgewählt, also einfach bestätigt. Jetzt müssen wir zuerst mal Samba konfigurieren. Dazu öffnen wir die Config-Datei und fügen dann ganz unten in dieser Config-Datei unsere Konfiguration hinzu. Der Pfad bzw. die Freigabe wird heißen USB Plex und der Pfad ist der USB-Stick bzw. die externe Festplatte. Im ersten Teil hatte ich ja einen USB-Stick gemountet und den hatte ich ja hier in den Ordner Media USB-Stick 1 gemountet und den verwende ich auch hier für dieses Video, denn ich möchte ja, dass ich Zugriff auf diese externe Festplatte, die am Raspi hängt, bzw. auf den USB-Stick zugreifen, der jetzt am Raspi hängt, und damit das funktioniert, muss ich hier den Pfad eingeben von diesem USB-Stick. Wie gesagt, das Video bezieht sich ja auf den ersten Teil. Guckt euch den ersten Teil an, falls ihr nicht wisst, was hiermit gemeint ist. Den Rest, den könnt ihr einfach so lassen. Das heißt, hier auf Yes, hier die kompletten Rechte geben mit 777. Und ansonsten war es das. Das Ganze bestätigen wir mit Steuerung X, sagen dann Yes mit Y und bestätigen das Ganze mit Enter. Als nächstes müssen wir für diese Samba oder SMB Freigabe noch einen User erstellen und ein Passwort. User ist in meinem Fall Pi. Hier könnt ihr eintragen, was ihr wollt. Das bleibt euch überlassen. Ich lasse es jetzt mal bei Pi
Und jetzt werdet ihr nach einem Passwort gefragt. Hier könnt ihr irgendetwas eintragen. Ich gebe jetzt hier einfach mal Eddie 123 ein, bestätige das Ganze und wiederhole es. Und jetzt habe ich einen User hinzugefügt namens Pi mit dem Passwort Eddie 123. Und jetzt zu guter Letzt kommt noch dieser Befehl und dann sind wir im Endeffekt auch schon fast fertig. Das Ganze bestätigen wir hier wieder und sagen jetzt zuerst mal ein sudo reboot, damit er das Ganze richtig übernimmt. So, nachdem ihr ihm ein paar Sekunden gegeben habt, macht ihr hier einen Rechtsklick und sagt Restart Session und meldet euch erneut an eurem Raspberry Pi ein. So, ich wechsle jetzt mal in den Ordner Media USB Stick 0, damit ich euch zeige, dass der leer ist bzw. was da drin ist. Mach hier mal ein ls und wir sehen, wir haben jetzt diese Datei drin bzw. hier diesen Ordner drin. Und den bzw. hier diesen USB-Stick, hier mache ich jetzt einen neuen Ordner hinzufügen. Das heißt, ich gehe hier in Windows rein auf meinen Arbeitsplatz auf dem Computer, sage hier Netzwerk, Laufwerke verbinden, wähle hier den Raspberry Pi aus, das ist der hier, also USB-Plex, den hatten wir ja hier freigegeben in dieser Config-Datei. Mache hier den Haken rein, dass ich mich mit einem anderen User anmelden will, sage fertigstellen. Der User stimmt schon mal, Pi, ansonsten kann man das einfach hier unter anderes Konto verwenden und gibt hier einfach Pi ein und das Passwort. Ich hatte ja Eddie 123 ausgewählt, sage hier speichern, bestätige das noch einmal. Und dann sollte diese Festplatte bzw. hier das Ganze angezeigt werden bzw. ich kann jetzt auf diesen Ordner hier zugreifen. So, und somit habt ihr jetzt euren USB-Stick, der bzw. eure USB-Festplatte, die an dem Raspberry Pi hängt, habt ihr jetzt hier in Windows eingebunden und könnt das Ganze im Endeffekt jetzt befüllen. So, ich hatte hier ein paar Dateien vorbereitet. Das waren nicht die hier, beziehungsweise für den Test spielt es ja keine Rolle. Also ich nehme jetzt einfach hier diesen Ordner Bilder Demo und kopiere den hier auf den Raspberry Pi, auf diesen USB-Stick. Jetzt mache ich hier einmal ein CD und gehe mal einen Ordner weiter zurück, damit das Ganze neu geladen wird und nochmal CD USB-Stick. Und mache jetzt ein ls und wie ihr seht, ist jetzt der Ordner mit den Bilder-Demos auch hier drin und ich kann den dann in Plex weiterverwenden und das Ganze mounten. So, testen wir das Ganze mal. Plex ist offen. Ich gehe hier hin und sage, dass ich einen neuen Ordner hinzufügen möchte. Suche mir jetzt den Ordner aus, der ist ja hier auf dem USB-Stick und hier sind meine Bilder-Demos, sag hinzufügen und Mediathek hinzufügen und hier sind jetzt die Bilder, die wir gerade eben auf diesen USB-Stick hochgeschoben haben. Wie ihr seht, war das relativ einfach, das waren 1, 2, 3 Befehle und dann hat das Ganze funktioniert. So, als nächstes möchte ich euch zeigen, wie ihr eine SMB-Freigabe in Plex mounten könnt. Das heißt, ich habe hier eine Freigabe erstellt namens Plex auf meinem OMV und binde das hier zuerst mal in Windows ein, um da euch das Ganze zu demonstrieren, dass es funktioniert, beziehungsweise solltet ihr vielleicht auch so machen, einfach um sicherzustellen, dass das Ganze funktioniert. Hier muss ich ein anderes Konto auswählen, das heißt bei mir Plex. Bestätige das Ganze und hier nochmal den Haken setzen. Und hier sind jetzt ein paar Demo-Videos drin, auch hier wieder irgendwelche Fake-Dateien. Und jetzt möchte ich diesen Ordner in Plex einbinden, beziehungsweise hier in den Raspi mounten. Dazu müssen wir jetzt Folgendes machen. Als erstes müssen wir wieder etwas installieren. Bevor ihr das macht, solltet ihr die Updates und Upgrades einspielen, falls ihr das vorher nicht schon gemacht habt. Falls ihr das gemacht habt, müsst ihr das jetzt nicht machen und einfach nur hier diesen Befehl hier eintippen, damit das Ganze hier installiert wird. Das hier bestätigen wir wieder mit Y.
und das Ganze wurde installiert. So, ich gehe mal bzw. verlasse mal dieses Verzeichnis mit dem Befehl cd und springe wieder in mein Heimverzeichnis und sage jetzt, er soll einen Ordner erstellen, und zwar mit diesem Befehl, also sudo make dir, und dann sage ich, er soll einen Ordner erstellen im Verzeichnis Media, und dort soll er einen Ordner erstellen namens Plex. Den Namen dieses Ordners könnt ihr natürlich frei wählen. Ich habe mich für Plex entschieden, habe jetzt diesen Ordner erstellt, können das Ganze auch nochmal überprüfen, indem wir CD und dann Media eingeben und hier dann ein LS machen, um zu überprüfen, dass sich der Ordner da drin befindet. Und wie ihr seht, hier befindet sich jetzt der Ordner USB-Stick 1 und der Ordner Plex. Und in diesen Ordner Plex, dort mounten wir jetzt unser Netzwerkfreigabe von dem OMV-Laufwerk oder von eurem NAS oder was auch immer ihr verwendet. Und das funktioniert mit folgendem Befehl. Also wir mounten das mit diesem CIFS-Protokoll. Der Username lautet ja Plex von meiner OMV-Freigabe und das Passwort, wenn ich mich nicht irre, lautete Eddie123. Der Netzwerkpfad ist, das hier ist meine IP-Adresse und das ist der Ordner, und das Ganze soll gemountet werden in den Ordner MediaPlex, den wir hier oben erstellt haben. Das Ganze bestätigen wir jetzt mit Enter. Es gab zumindest keine Fehlermeldung, das heißt, es sollte eigentlich funktioniert haben. Das können wir überprüfen, indem wir jetzt mal in den Ordner Plex wechseln, indem wir einfach CD und Plex eintippen und hier jetzt ein LS machen. Und hier ist der Ordner Demo-Videos, den ich euch ja bevor gezeigt habe. Moment, ich öffne nochmal, also das ist das hier und dort sind diese Dateien drin. Das können wir nochmal testen, indem wir dorthin wechseln mit CD und dann Video und machen wieder ein LS. Und wie ihr seht, hier befinden sich jetzt die gleichen Dateien wie hier, beziehungsweise das ist halt diese Freigabe aus dem OMV, aber das kann ein Synology NAS sein oder sonst irgendeine Freigabe auf eurem Computer, das spielt keine Rolle. So, jetzt ist es ja so, wir haben das Ganze manuell gemountet. Und wenn wir den Raspberry Pi neu starten würden, dann wäre das Ganze ja wieder weg und wir hätten nichts davon. Das heißt, wir müssten uns wieder anmelden und das Ganze wieder mit diesem Befehl hier oben mounten. Da das keinen Sinn macht, müssen wir das jetzt fest in den Raspberry Pi reinschreiben. Und das bedeutet, wir müssen den Pfad in fstub-Datei einfügen, damit es automatisch passiert. So, zuerst mal sagen wir aber mal, er soll diesen Ordner wieder anmounten. Dazu wechseln wir zuerst mal wieder in das Home-Verzeichnis. Ansonsten sagt er uns, dass er das nicht machen kann. Und sagen hier sudo unmount mediaplex, damit das Ganze wieder in den ursprünglichen Zustand zurückkommt. Als nächstes gehen wir in die fstub-Datei rein und fügen dort unseren Pfad ein. Also wir haben ja hier schon unseren USB-Stick eingefügt, das passt soweit. Machen hier nochmal ein paar Leerzeichen rein und jetzt müssen wir hier diese Konfiguration für unser Netzwerklaufwerk hinzufügen und die sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier wieder unsere URL mit dem Ordner Plex. Wir mounten das Ganze in MediaPlex, das ist ja das, was wir uns erstellt haben. Als Protokoll ist hier dieses CIFS ausgewählt und hier das Ganze sollte so aussehen wie hier. Hier haben wir den Usernamen, das heißt Plex, damit er sich anmeldet, und das Passwort Eddie123, und dann sagen wir Steuerung X, Y und bestätigen das Ganze. Jetzt müssten wir normalerweise den Raspberry Pi neu starten, um zu überprüfen, dass das Ganze fehlerfrei funktioniert. Dabei besteht aber die Gefahr, dass wenn ihr euch in dieser fstub irgendwie, in dieser fstub-Datei irgendwie verschrieben habt, dass euer Raspberry Pi nicht startet, und deswegen machen wir das folgendermaßen. Wir sagen hier sudo mount -a und dann sollte das automatisch gemountet werden. Falls jetzt hier irgendwo ein Fehler in dieser fstub-Datei wäre, dann würde er uns eine Fehlermeldung ausgeben. Wir testen das Ganze mal. Also ich mache hier einfach mal diese 6 hier weg am Anfang, sage Steuerung X, Y, bestätige das Ganze, sage nochmal sudo mount a
Und wie ihr seht, sagt er uns hier, dass hier irgendeine Datei nicht gefunden wurde und das würde halt zu diesem Emergency Mode führen, von dem ich euch am Anfang erzählt habe. Deswegen gehe ich jetzt wieder in die FSTUB-Datei rein, korrigiere meinen Fehler wieder, das war hier eine 6, gehe wieder raus mit STRG X, Y und Enter und mache nochmal ein sudo mount a und voilà, der Fehler ist weg. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken machen, dass die Konfigurationsdatei falsch ist. So, jetzt überprüfen wir das Ganze nochmal, ob der Ordner richtig gemountet wurde. Das heißt, wir gehen wieder ins Verzeichnis Media rein, in den Ordner Plex und machen dort nochmal ein ls und gucken mal, was da drin ist. Gar nichts. Okay, dann machen wir es anders. Dann sagen wir einmal sudo reboot und testen es halt auf diesen Weg, dass das Ganze richtig funktioniert. So, sagen jetzt hier Restart Session wieder, melden uns wieder an und gehen nochmal in die FSTUB-Datei, denn da hat sich doch tatsächlich ein Fehler bei mir eingeschlichen beim Einfügen bzw. beim Kopieren. Ihr seht, hier sollte eigentlich Auto stehen und dann Default und nicht hier Default No Auto. Also so sieht die korrekte Datei aus bzw. das korrekte Verzeichnis, aber ich blende euch auch das richtige Verzeichnis ein, aber das wollte ich euch jetzt nur noch mal hier zeigen. Gehen wir noch mal in den Ordner rein, das heißt wieder in den Ordner CD Media und dann Plex. Richtig schreiben, machen wieder ein ls und wie ihr seht, ist hier dieses Verzeichnis Video Demos. Das ist ja das Verzeichnis hier von dem OMV. Gucken uns mal die Dateien an, die dort drin sind mit CD Video und machen noch mal ein ls und dann sehen wir die gleichen Dateien wie hier. So, überprüfen wir, ob wir das ohne Probleme hinzufügen können. Das heißt, wir gehen hier auf das Plus, sagen hier Filme hinzufügen, klicken auf Weiter, wählen den Ordner aus und wie ihr seht, ist hier jetzt dieser Ordner Plex hinzugekommen, den wir ja gemountet haben und hier ist der Ordner Videos hinzufügen, Mediathek hinzufügen und dann sollten die gleich hier auftauchen. So, und wie ihr seht, hat das Ganze auch funktioniert. Das sind die Dateien, die hier auf diesem USB-Stick bzw. auf diesem SMB-Laufwerk drauf sind. Also wie ihr seht, auch das kein Hexenwerk, wenn man die FSTUB-Datei richtig bearbeitet und den richtigen Pfad einfügt. So, jetzt bleibt nur noch eins übrig und zwar, was passiert im Emergency Mode, das heißt, falls diese FSTUB-Datei falsch editiert sein sollte, dann bootet ja der Raspberry Pi nicht mehr und wie ihr dieses Problem beheben könnt, das möchte ich euch jetzt zeigen. So, der nächste Abschnitt ist ein bisschen herausfordernd, das Ganze aufzuzeichnen, aber ich probiere mein Bestes. Okay, also zuerst mal muss ich die FSTUB-Datei so konfigurieren, dass sie falsch ist. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal in die Datei rein, ändere die jetzt so, dass sie hier nicht mehr stimmt, dass das Ganze nicht mehr passt. Das heißt, ich mache hier diese 6 wieder weg, speichere das Ganze falsch ab und sage ein sudo reboot und dann sollte der Raspberry Pi nicht mehr starten bzw. in diesem Emergency Room starten, Emergency Mode. Eins kann ich jetzt schon sagen, während er versucht hier zu booten, ihr müsst die Speicherkarte zum einen in den PC stecken, sie dort bearbeiten und ihr müsst den Raspberry Pi an einen Monitor anschließen, genauso wie eine Tastatur daran anschließen, damit ihr die Befehle direkt an dem Raspi eingeben könnt. Das kann man nicht über SSH machen, das heißt, es funktioniert nicht übers Netzwerk, das Ganze zu machen. Ihr müsst den Raspi an einen Monitor anschließen und ihr müsst an den Raspi auch eine Tastatur anschließen, zumindest bei dem Weg, den ich euch heute zeige. Eventuell gibt es noch einen anderen Weg, der ist mir aber nicht bekannt. So, ich blende euch mal auf der rechten Seite ein Bild ein, wie das Ganze aussieht, wenn der Raspberry Pi nicht booten kann, weil irgendetwas mit der FSTUB-Datei nicht stimmt. Ihr seht, normalerweise kommt dort der Anmeldebildschirm und hier steht Fail to Mount Media Plex. Ich hoffe, man kann das lesen. Ich muss das Ganze mit der Kamera den Monitor abfilmen
und das wird bestimmt nicht so toll aussehen, aber ich probiere mein Bestes. Okay, also wenn das Ganze bei euch aussieht, müsst ihr jetzt Folgendes machen: den Raspberry Pi ganz normal vom Strom trennen, die Speicherkarte rausnehmen und dann die Speicherkarte in euren PC stecken, damit wir dort zuerst mal eine Datei bearbeiten können. Das mache ich jetzt also, Speicherkarte raus, in den PC rein und dann geht's weiter. So, Speicherkarte ist drin. Hier darauf achten, dass ihr nicht formatieren drückt oder ähnliches, also einfach abbrechen. Und hier auf dieser Boot-Partition, dort müsst ihr jetzt die Datei suchen, commandline.txt, also cmd-line.txt, die öffnet ihr. Und dort müsst ihr jetzt einfach am Ende dieser Zeile Folgendes eintragen: init gleich slash bin slash sh. Das speichert ihr ab. Das heißt einfach die Datei ganz normal speichern. Hier Datei speichern. Und wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr eure Speicherkarte wieder und steckt die in euren Raspberry Pi rein und startet den Raspberry Pi neu. So, wenn der Raspi gestartet ist, sollte das Ganze ungefähr so aussehen wie hier. Jetzt müssen wir die Partition bzw. der Raspi, der ist in einem sogenannten Minimum Shell Environment, wurde der gebootet und die Partition befindet sich im Read-Only-Modus und das müssen wir jetzt ändern mit Schreibrechten nochmal neu mounten und das Ganze machen wir jetzt mit folgendem Befehl. Falls ihr beim Eintippen des Befehls unterbrochen werdet, einfach das Ganze nochmal von neuem tippen. Und falls ihr diese Fehlermeldung hier bekommen solltet, dann gebt folgenden Befehl ein. Dann sollte das Ganze nämlich funktionieren. Wenn das Ganze erfolgreich war, sollte das Ganze ungefähr so aussehen wie hier, also remounted 0 PTS oder was auch immer. Und dann könnt ihr die fstab-Datei bearbeiten mit nano-etz fstab. Dann sollte sie sich nicht mehr im Read-Only-Modus befinden. Wenn es auch so wie bei mir jetzt hier kommt, Error, Reading, Log-File, etc. fstab-File, dann habt ihr das Ganze vielleicht schon einmal probiert oder getestet und es ist irgendetwas dabei schief gegangen. Dann wurde eine, ich sag mal, eine Backup-Datei erstellt und diese Backup-Datei müssen wir zuerst mal löschen, damit wir in diese fstab-Datei kommen. Falls ihr damit nicht rumgespielt habt, dann sollte das bei euch nicht erscheinen. Da ich hier ein bisschen experimentiert habe, ist diese Meldung gekommen. Ihr könnt dann diese fstab-Datei ganz normal löschen mit rm-etz.fstab.swp und wenn ihr die gelöscht habt, könnt ihr sie wieder ganz normal mit nano-etz-fstab öffnen und dann sollte das Ganze so aussehen wie hier. Jetzt habt ihr die Qual der Wahl. Entweder ihr löscht jetzt die fehlerhafte Zeile, ihr kommentiert sie aus oder ihr editiert sie so, wie sie sein sollte. Das heißt, entweder hier ein Rautezeichen davor machen. Das macht ihr mit der Shift- und 3-Taste. Oder ihr tippt hier, wie in meinem Fall, einfach die 6 ein. Und dann sollte das Ganze funktionieren. Wenn ihr das gemacht habt und das Ganze auskommentiert habt, dann drückt ihr STRG X und Z für Y. Und dann kommt ihr aus dieser Datei raus. Das heißt, nochmal ein Enter dahinter. Und dann gebt ihr zweimal hintereinander Sync ein. Achtet darauf, dass hier die Tastatur ja vertauscht ist. Und wenn ihr zweimal Sync eingegeben habt, dann gebt ihr nochmal ein Exit ein und dann kommt ihr raus. Und dann kommen diese ganzen Meldungen. Jetzt den Raspberry Pi vom Strom trennen, die Speicherkarte wieder in den PC stecken. Wieder darauf achten, hier abbrechen. Wieder in die Command-Line-Datei. Das Ganze hier löschen, speichern mit STRG und S. Dann wird die Datei gespeichert. Das Ganze wieder raus und in den Raspi rein. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sollte der Raspi wieder ganz normal starten. Man sieht ja hier schon, dass alles okay ist. Und irgendwann mal sollte der Anmeldebildschirm angezeigt werden. So, Anmeldebildschirm wird angezeigt. Ich melde mich hier nochmal an. Und dann öffne ich hier auch nochmal die fstab-Datei. Und das hier war ja die Zeile, die wir auskommentiert haben. Das war ja falsch. Hier gehört ja eigentlich noch die
6 dahinter, speichern das Ganze wieder ab und jetzt ist unser Raspberry Pi wieder betriebsbereit und wir haben die FSTUB-Datei geändert. Wie ihr seht, war das relativ einfach, kein großes Hexenwerk. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist doch wieder ein bisschen länger geworden, als ich zuerst mal gedacht habe. Aber ich wollte es wie immer im Detail erklären und nichts auslassen. Falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch, ein Abo und einen Kommentar lassen würdet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Spaß mit eurem Plex Media Surfer.